Hallo. Mönch, mehr Informationen. Würde ich Fähigkeit Kampfkunst. Ne. 500 niemals. Hallo. Packträger. Hallo. Wenn jemand braucht, der schwere Sachen für eine Wohlbefinden trägt, wie Zelte oder Kochgeschirr, so nehme mich mit. Ich bin euer Mann. Für solch schwere Arbeit verlange ich aber 100 Goldstücke. Okay. Aber nee. Hallo. Goldstücke und Anteile, macht das wahrscheinlich eine Tagesaktion. Habt ihr irgendwelche Empfehlungen für Begleiter, welche mir da am besten suchen kann? Sechster Sinn können wir eigentlich selber ganz gut. Wellenkathedrale, okay. Ihr braucht unsere heilenden Ich brauche gar nichts. Eigentlich nichts davon. Auftrag. Wir wissen nicht mehr, an wen wir uns wenden können, wenn nicht an euch, die neue Herren von Harmondal. Die Laterne des heiligen Lichts ist ein wertvolles heiliges Relikt, das in den eretanischen Tempeln gebraucht wird. Sie ist nicht für übermäßig mächtig, doch sie hat einen hohen symbolischen Wert. Ohne sie verlieren die Anhänger der Tempel ihren. Jetzt bin ich verrutscht. Wo war ich jetzt? Ihren Glauben. Die Laterne verschwand, als sie von diesem Tempel in den Tempel von Steinstadt gebraucht werden sollte. Wir glauben, dass sie irgendwo in den Labyrinth artigen Hügelgräbern verschollen ist. Bitte findet sie und bringt sie uns wieder. Ein Gelehrter? Das glaubt, dann haben wir ein Vorsicht bisschen mehr Bonus auf auf Lernen oder sowas. Na, dann kriegen wir mehr Wegen. Punkte. Glaub, das bringt er, ne? Hey. Koch, den hatten wir schon. Kopfgeldjagd. Hab nix. Sei gegrüßt. Seid gegrüßt. Betrüger, Betrüger. Sei gegrüßt. Weiter. Sei gegrüßt. Kapalen. Nur für Mitglieder. Müssen auch nochmal die Mitgliedersachen kaufen. Sei gegrüßt. Köche. Köche gibt's hier überall, ne? Hatte ich die schon? Hey. Ja. Hey. Hey. Hey, Schlosser. Nur für Schlosser, der ist Mitglieder. das gleiche wie ich. Passt doch. Bräuchte ich eigentlich mal ein. Bin ich ja noch nicht Mitglied. Ich auch noch nicht Mitglied. Hey! Fährtenleser. Sei gegrüßt! Feinschmied. Hey! Rebellion. Tunnel der Hexen. Während des Krieges gruben die Hexen einen Tunnel von Nayorn bis nach Steinstadt, um das Festland zu erreichen und Terrain zu gewinnen, obwohl sie von Eretia wieder auf ihre Insel zurückgedrängt worden sind, gibt es die tu Tunnel immer noch. So. Rebellion gibt es hier in Harmondal selten, aber wir ha hatten einige große. Die meisten Herrscher hier blieben nicht lange genug, um gegen sie zu rebellieren. Aber es hat doch ein paar wirklich grausame gegeben. Nicht, dass ich euch für grausam halten würde, meine Herren. Es sind auch Damen anwesend, ne? Ich bitte drum. Hey! Einbrecher. Sieht aber Hey! nicht wie ein Einbrecher aus, bin ich ehrlich. Hier ist die Seelenmagie. Nein, hier ist Körpermagie. Das ist wahrscheinlich Luft, aber muss ich überall noch.
Mitgliedsbeiträge abschließen. Feuer. Hier ist die Ausbildungshalle. Ihr wollt ausgebildet werden. Komm, das machen wir einmal. So ist es richtig. 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 Ihr wollt ausgebildet werden. Ah, ihr wollt ausgebildet werden. Waffenmeister. Kondition. Ich glaube, Kondition ist noch recht wichtig für meinen Ritter, ne? Willkommen. Tretet ein. Monsterkunde kann ich immer noch nichts abgewinnen. Ottos Wunder. Die Bank. Wollen wir ein bisschen was einzahlen? Nee. Müssen wir erstmal ein bisschen was ausgeben. Experte Stab. Lederexperte. Was ist denn die Voraussetzung? Ah, 4. 4 ist immer für Experte, ne? Wahrscheinlich. Erkennen Experte. Das kann ich doch schon fast, oder? Einmal noch. Guck mal, machen wir das. Hier. 500 Gold. Dann können wir schon mal eigentlich so gut wie alles erstmal erkennen, wem wahrscheinlich. Was soll das denn nützen? Ah. Zauberstäbe dauern wahrscheinlich, bis ich das kann. Stiefel geben wir ihr. Und Kette muss sie noch lernen. Kettenpanzer, dann kriegt sie schön den Kettenpanzer hier. Oder sie. Das weiß ich noch nicht genau. Leder kriegt Eche. Zack. Das verkaufen wir. Rüstung 3. Dann tauschen wir das aus. Das andere kriegst du. Axt. Brauchen wir noch nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Müsste er jetzt aber wissen. Aber unnütz. Den Ring konnte ich doch auch ganz lange nicht erkennen. Und jetzt ist das einfach nur ein Ring. Toll. Weiß ich nicht. Ich kann noch tausendmal rauf, ne? Auch einfach nur Leder. Du hast ja auch einfach nur Leder. Hier sind auch Kettenpanzer. Schon mal gut. Reparieren, Experte. Ah, okay. Meister. Wissen wir das auch schon mal? Die nächsten Lehrer sind Feuermagie-Meister. Auftrag. Mein Bruder Elrond war aktiver Archon-Mage. Okay. Wieder. Habt ihr auch schon Archon-Mage gespielt? Nö. Macht schrecklich süchtig, das kann ich euch sagen. Auf jeden Fall könnt ihr nur dann spielen, wenn ihr euren eigenen Satzkarten habt. Oh, ach, das Spiel, ja, nee, da hab ich nicht so Bock zu. Und die sind schwierig zu bekommen, also habt ihr wahrscheinlich noch nicht gespielt. Wie auch immer, Elrond wollte sich ein paar Taktiken überlegen, die ihm helfen sollten, mehr Spiele zu gewinnen. Und glücklicherweise wollte er das nicht in der Stadt machen, weil er nicht wollte, dass ihn dabei jemand beobachtet und ihm so seine Tricks abschaut. Also ist er in den Stehgipfelhöhlen südöstlich des Dorfes aufgebrochen. Seit einer Woche hat niemand mehr Elrond gesehen. Ich bin mir sicher, dass ihm etwas Schreckliches zugestoßen ist. Dennoch würde ich gerne wissen, ob er noch lebt. Könntet ihr mir den Gefallen tun und ihn aufstöbern? Ich habe nicht viel Geld, das ich euch zahlen könnte. Aber ich stünde wirklich tief in eurer Schuld. Ja, dem helfen wir auf jeden Fall. Wir suchen auch immer noch einen Gelehrten. Du siehst doch schlau aus. Nein, wieder ein Koch. Sei gegrüßt. Schmied. Ausweichexpert. Kampfkunstexperte. Hufeisen. Was machen Hufeisen nochmal? Alles hoch oder sowas. Nee, Fähigkeitspunkt, ne?
Hab ich alle? Ja. Da war ich, muss ich nicht rein, obwohl, können wir gucken, was er uns beibringen kann. Kann ich euch helfen? Reparieren. Oh, okay. Guten Tag, darf ich helfen? Schwert, Dolch, Kolben. Guten Tag. Kette, endlich kann ich Kette. Da Kette und Kette. Danke. Hast du den? Und sie kriegt den hier. Und den Rest kannst du verkaufen. Säbel, ist das besser? Nee. Auch verkaufen. Die behalten wir noch erstmal. Kenn ich nicht. Kennt er nicht. Er kennt ihn aber. Ganz nett. Auch nur dringend zu verkaufen. Teil eines Tagebuchs. Da weiß ich auch noch nicht, was ich damit machen soll, ne? Schild, das kann ich auch verkaufen. Hier ist besser. Na, was bist du? Seid gegrüßt! Signalfeuer. Wenn ihr Hilfe von Erythia braucht, zündet die Signalfeuer an. Den Straßen nach Erythia. In diesem Tal Hügelgräber und in den Julianischen Forest an. Die nahen italischen Truppen werden sie Feuer sehen und euch zu Hilfe eilen. Ja, aber noch braucht er keine Hilfe. Merken wir uns aber. Ohuhu, das war knapp. Was ist das? Steinhaut, bestimmt ein bisschen mehr Rüstung, ne? Seid gegrüßt. Ihr habt Gerücht gehört, dass der Schrein östlich von hier euch in das Land der Riesen bringen kann. Okay. Gibt's hier Riesen? Ich habe den Schrein schon oft besucht, aber mir ist nie etwas Besonderes passiert. Vielleicht bringt er einen aber auch hierher. Aus dem Land der Riesen. Ich weiß nicht. So, jetzt müssen wir mal unseren Butler da wieder rausholen. Auftrag. Meine Herren, ich bin bei meiner Rückkehr aus Evely, weiß nicht, ob man das so ausspricht, von räuberischen Banditen überfallen worden, die mir alles nahmen, was ich von den Elfen mitgebracht habe. Sie stahlen sogar meinen Siegelring. Ohne ihn kann ich meine Geschäfte nicht fortsetzen, da ich dann keine Verträge mit anderen Händlern mehr abschließen kann. Ich hörte, die Banditen hätten ihr Versteck in der Nähe eines Lagerstätte in Erythia, aber ich bin kein Krieger. Ich würde keine Minute am Leben bleiben. Bitte geht nach Erythia und sorgt für Gerechtigkeit. Oh, viel zu lesen, ne? Gott sei Dank habt ihr sie verjagt. Nun müssen wir einen Weg finden, das Schloss wieder sauber zu bekommen und die zerstörten Bereiche wieder aufzubauen. Die einzigen, denen ich genug Leidenschaft und Fähigkeiten zutrauen würde, wären die Zwerge aus Steinstadt. Sie befinden sich im Tal der Hügelgräber im Süden. Der Eingang zur Steinstadt liegt im Zentrum des Tals, auf einem der größten Hügel. Ja, ich glaube sogar, ich weiß, wo das ist. So, wir sollten Seelenmagie lernen. Kann ich denn jetzt die Mitgliedschaften und sowas abschließen? Konnte ich das nur in dem Anfangsdorf? Kann das sein? Meisterschütze. Ich bin genau der, an den ihr euch wenden solltet, wenn ihr ein Meisterschützen werden wollt. Aber entscheidet euch bald. Ihr müsst erst richtig Grundausbildung haben, um ein Meister zu werden. Also werdet Kampfmagier. Kehrt wieder, wenn ihr bereit seid. Bogen Großmeister. Schnelligkeit mit dem Bogen kann auf jeden Fall ein Vorteil sein. Ja, bin ich ja noch nicht. Bei all diesen Kriegen in diesen Avil sucht
sucht die ganze Zeit verwickelt und all den hohen Steuern werde ich jetzt wohl in Harmondale bleiben. Auch in Harmondale fließt viel Blut, aber wenigstens wird niemand eingezogen. Wisst ihr, in Avil gab es so viele Kriege, dass ein König sich sogar einen Tunnel von seinem Schloss in die... Aber haben wir doch schon was gehört, glaube ich. Da hinten waren wir noch nicht. Aber ich glaube, die Mitgliedschaft konnten wir nur ganz am Anfang abschließen, ne? Das hätten wir mal machen sollen. Wie kann ich nur Experte werden? Ah, Mitglied in der Sinnmagie. Oh. Schön, schön, schön. Körpermagie. Mitglied in der Körpergilde. Körper und Seelen. Ah, okay, die gibt's hier oben in den Nachbardörfern. Alles klar, das Schwung. Ich glaube, das Nachbardorf ist irgendwo hier, ne? Auf dem Weg. Gucken, da ist noch so eine kleine Hütte. Hügelgräber, Harmondale. Nichts Besonderes drin gewesen. Entschärfenmeister. Was ist das? Okay. Die Info. Stehlen will ich eigentlich gar nicht lernen. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist oder so. Ich glaube, kann auch keiner von uns wirklich, ne? Pilze. Wenn es auf dem Weg ist, nehmen wir das mal schön mit. Ich finde, hier steht ganz schön viel über Rebellion. Nicht, dass die hier noch mich rebellieren wollen oder sowas. Sechster Sinn-Experte. Kannst du das nicht schon? Nee, ich kann das noch gar nicht. Ich will auch eigentlich da erstmal Bogen hochmachen. Kette nochmal einreihen. So, ist glaube ich ganz gut. Leder. Feuermagie auf jeden Fall hoch. Alchemie. Fähigkeit Meditation für den Zauberpunkten des Charakters. Ah, das ist aber auch wichtig. Aber noch hat sie... Ah, einen können wir mal reinmachen. Aber hier müssen wir gleich Seelenmagie. Das lassen wir noch. Hier sind auch in der Umgebung gefühlt alle Experten, ne? Google es, ja. Ich habe so nebenbei immer noch mal eine Seite offen, wo ich das versuche, ein bisschen rauszubekommen. Axtexperte. Müssen wir später hin. Wir wollen ja später schön mit einem Schwert und einer Axt rumlaufen. Mitglied in der Geistergilde. So, ja, muss ich ja noch machen. Ich glaube, jetzt haben wir hier fast alle Gilden schon, ne? Hier, was gibt's hier? Boah, jetzt haben wir auch lange nicht gespeichert. Stärke, also Spielladen. Oder kriegen es alle? Das ist so, das ist eh nur für vorübergehend. Dann ist es eh egal. Dann haben wir hier auch alles abgeklappert.
Gehen wir jetzt gerade hin? Hier wollen wir noch gar nicht hin. Und jetzt Seelenmagie lernen. Das nervt ja aber auch, dass man hier nicht so gut hochkommt, ne? Komm hier gar nicht hoch. Da verlaufe ich mich aber die ganze Zeit. Kommt man da nicht jetzt irgendwie wieder zurück? Guck mal hier so, jetzt geht's. Komm, 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 komm. Und geschafft. Seelenmagie, hatten wir das schon gefunden? Den Laden. Oh, Seelenmagie nochmal. Ich müsste ja eigentlich auch da oben gewesen sein. Das ist Feuer. Wasser. Seele. Willkommen in der Gilde der Seele. Oh ja, auf Fliegen freue ich mich auch schon. Fliegen ist echt ein guter Zauber. Sieht aber so ein bisschen aus, als wenn man irgendwie der Game Master wäre und da jetzt gerade ja, halt durch die Welt fliegt. Segen, Segen, Bewahrung. Fluch entfernen ist auch noch wichtig. Kostet aber auch ordentlich, ne? Heldentum haben sie hier nicht, na toll. Brauche ich auch noch nichts kaufen hier. Willkommen. Ich will für ihn eigentlich nochmal Meditation haben, damit er auch mehr Mana bekommt. Das macht recht gut Sinn, ne? Seelenmagie muss ich auch noch auf 4 bringen. Und Körper will ich auch noch danach haben. Könnte sie ja die Hufeisen bekommen. Die habe ich ja noch. Segen ist auch gut. Meinst du, ich soll mir Segen kaufen? Oder für den Zauberer nochmal Meditation holen? Ich weiß nicht, ob es für beides langt. Reparieren würde ich ihn gerne auf 4 bringen. Schild noch ein hoch. Und Schwert. Lassen wir so. Meditation ist zu teuer. Wie viel hat das denn gekostet? In der Gilde der Seele. Erstmal kurz speichern. Wo ich mich jetzt hier wieder verklick. Achso, da steht's auf 1500. Okay, dann kaufen wir uns erstmal Segen. Segen, 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 da ist Segen. Ah, ein Punkt noch. Ein neuer Zauber, perfekt. Neuer Zauber, perfekt. Sehe ich aber auch so.
Ah, da muss ich jetzt aber vor erstmal noch Experte werden, ne? Damit das gleich die ganze Gruppe betrifft. Das mit den Bergen hier, das nervt mich, ne? Ich brauch Fliegen. Ganz, ganz dringend brauche ich Fliegen. Fliegen muss ich wahrscheinlich Luftexperte sein oder so, ne? Ich bin genau in den falschen Eingang gegangen. Nicht genügend Gold, ich brauche 1000 Gold. Stimmt ja, aber wir haben noch Sachen zu verkaufen. Alles gut. Nochmal genau durchgucken, ob wir jetzt noch irgendwas brauchen. Hier in der Kette rum, das sieht aber ganz schön ranzig aus. Ihm müssen wir noch Panzer beibringen. X ist springen. Ja, Leertaste auch. Ich glaube X. Ne, X ist hier gar nicht springen. War wahrscheinlich in 6. War X springen wahrscheinlich. Aber komme ich denn da besser hoch? Ausprobieren. Bisschen besser kommt man hoch, ne? War wirklich gut. Braucht doch immer noch ganz schön. So. Die Schriftraum wollte ich nochmal durchgucken. Federfall haben wir. Brauchen wir nicht. Eisstrahl können wir nochmal behalten. Giftnebel. Langsam. Feuerresistenz, Feuerstrahl. Wir haben Feuerball, ne? Untote verjagen. Luftresistenz. Magisches Auge brauchen wir auch nicht. Magisches Auge brauchen wir auch nicht. Och, wie oft habe ich denn magisches Auge? Verlangsamen brauchen wir. Fackellicht. Das haben wir. Fackellicht haben wir. Haben wir auch. Alter, wie oft haben wir das denn? Wenn wir das alles verkaufen, dann haben wir doch schon mal wieder ganz Gold. Noch irgendwas Unsinniges? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das Tagebuch brauche ich doch eigentlich nicht mehr. Ah, das Buch, das dürfen wir aber nicht mitverkaufen. Dafür brauchen wir noch Wassermagie. Hier können wir ganz gut verkaufen. Inventar. Kann ich bestimmt das hier alles verkaufen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Darf ich helfen? Verkaufen. Zack, 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 zack. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Kannst du uns... Na, kannst du auch nicht Platte beibringen, ne? Verkaufen. Danke, bis dann. Bitte, tschüss. Oh, jetzt haben wir unser Geld zusammen. Und können Seelenmagie-Experte werden. Und danach gehen wir in die Arena. Brauchen wir auch mal wieder ein bisschen Action, ne? Guten Tag. Ich hätte gerne einmal Seemagie-Experte auf unseren Heal. Tada! W-
wird der... Ach, da wird er mir angezeigt. Muss sagen, ich habe gar nicht so richtig durchgelesen. Was bringt das jetzt nochmal? Oh. Jetzt bin ich wieder wach. Entschuldigung. Okay. Hält das länger? Oder was? Meister, Zauber, eine Stunde plus 15 Minuten pro Fähigkeitspunkt. Ah, okay. Düpdüdü. Ja, vielen Dank, Varric. Dann haben wir noch. Inventar haben wir jetzt ja leer. Das Buch noch. 476. Haben wir da hinten schon drin? Haben wir hier schon drin? Mitglied der Luftmagie für 50. Zack. Mitglied der Feuergilde. Ich glaube, jetzt sind wir überall mit Mitglied. Welchen Tag haben wir heute? Sonntag konnte man in die Arena, ne? Ach, da steht es auch. Sonntag haben wir heute.